Heute Morgen um kurz nach 7 in Timmel im Kreis Aurich setzt sich der Weihnachtskorso in Bewegung. Mehrere Stunden Arbeit haben Landwirt Udo Hassbagen und seine Kollegen investiert und bis zu 100 Meter Lichterketten pro Trecker verlegt. Das Ergebnis: ein völlig neues Fahrgefühl. Es fühlt sich interessant an, weil es ist nicht alltäglich, dass man mit so einem bunt geschmückten Trecker durch die Gegend fährt. Und ja, man muss sich da erstmal dran gewöhnen, dass hier alles so blinkt und leuchtet. Aber gerade eben habe ich das gesehen auf dem Fahrradweg davon, Fahrradfahrer, der einen Daumen hoch gezeigt hat. Da fand wohl die Aktion ganz gut. Also besser kann es nicht. Statt auf den Acker geht es zu Kindergärten und Schulen in der Region. Das Ziel heute: die Grundschule Mitte Große Feen. Vor dem Unterrichtsbeginn wollen die Bauern mit ihren festlich geschmückten Schleppern Weihnachtsstimmung unter den Schülern verbreiten. Und das gelingt ihnen auch. Meine Klasse, die findet das ganz cool. Die stehen da am Fenster. Das ist auch was Besonderes, weil es fährt nicht jeden Tag solche Trecker durch die Gegend. Also das ist ja auch was Schönes. Ich finde, das ist auch cool mit den Treckern und sowas. Ja. Und vor allem, dass die hier so geschmückt sind. An der Aktion beteiligen sich rund 40 Landwirte aus ganz Ostfriesland. Als kleines Geschenk haben sie Kakao oder Malbücher im Gepäck. Den Schulleiter freut es. Auf zu vieles müssen die Kleinen in diesem Jahr wegen der Corona-Beschränkungen verzichten. In dieser vorweihnachtlichen Zeit fällt etliches aus, was sonst in den Jahren geplant gewesen ist. Ob das Basteltage sind, Backtage. Wir haben jetzt noch versucht, so ein Theater herzubekommen. Das hat auch geklappt, aber das war das Einzige bislang. Und das ist noch eine tolle weitere Aktion, die ich absolut begrüße und toll finde. Und die Bauern denken schon weiter. Am Wochenende wollen sie einen großen Korso mit 80 Treckern durch den Landkreis Aurich organisieren. So sollen auch die Großen in Weihnachtsstimmung gebracht werden. Wir wollen mit dieser Aktion Optimismus verbreiten. Wir wollen den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zaubern, weil eigentlich sieht man so einen beleuchteten Trecker nicht alle Tage. Man sieht bei ganz, ganz vielen Leuten ein Strahlen im Gesicht. Und das ist echt ein tolles Gefühl für uns, wenn man auf dem Trecker sitzt und das sieht. Allen Hiobsbotschaften in Sachen Corona zum Trotz. Ihren Optimismus wollen sich die ostfriesischen Landwirte nicht nehmen lassen.